Wir sollen alle Jesus nachfolgen. Und das nicht im Geheimen, sondern ganz offen. Und bestenfalls noch andere Leute dazu zu bringen, dass sie Jesus und auch Gott anpreisen. Das bedeutet, dass du immer offen über deinen Glauben reden kannst. Ich denke, es ging den meisten schon mal so, dass sie gefragt wurden, was sie Sonntagmorgen machen, egal in welchem Zusammenhang. Und ich denke auch, dass es vielleicht vielen schwer fiel, offen zu sagen, ich gehe in die Kirche. Aber genau das kannst du tun. Zeig offen, dass du gerne Jesus nachfolgst. Für Fahrzeuge wie Motorräder, Autos, LKWs gilt eine Lichtpflicht in Deutschland und anderen Ländern. Damit sollen Unfälle so gut wie möglich vermieden werden. Die Fahrzeuge sollen einfach gesehen werden, genauso wie wir Christen. Wir Christen aber sollen von unseren Taten aus leuchten und damit hervorstechen. Lasst uns unser Licht zeigen und damit Jesu Christi an uns offenbar werden. Ja, ich bin ein Christ. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und sitze da so rum, bis ich das Abendmahl bekomme. Du bist kein Christ. Du bist nur ein Halber. Denn wenn du dann aus der Kirche rausgehst und freundliche Menschen einfach so erniedrigst, ist dein Abendmahl genauso viel wert wie ein Topf Reis. Das heißt, wir neuapostolischen Christen wollen Nächstenliebe in die Welt tragen. Uns aber vor dem Nächsten in Bezug auf Gott auch nicht verleugnen. Wir wollen Gottes Weg weitergehen, Leben, Frieden und Freude verbreiten, um Gottes Werk eines Tages zu vollenden. Ja, ich bin ein Christ, denn ich vertraue auf Gott.